Horrorunfall am Freitag auf der Ortsumgehung von Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine 73 Jahre alte Frau gegen 12.55 Uhr mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort in eine Gruppe von Motorradfahrern. Die drei Harley-Fahrer hatten keine Chance mehr, großartig zu reagieren. Nacheinander wurden sie frontal bis seitlich vom Wagen der Frau getroffen, teilte die Polizei mit. Für einen 56-Jährigen kam dabei jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Ein weiterer 54-jähriger Fahrer wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in das Greifswalder Klinikum geflogen. Der dritte Fahrer blieb unverletzt. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Männer befanden sich auf Urlaubstour und wollten mit ihren Harley-Davidson-Maschinen gerade von Rügen nach Berlin fahren. Am Unglücksort kam ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Einsatz. Ein Sachverständiger der DK unterstützte zudem die polizeilichen Ermittlungen vor Ort. Die Unfallstelle blieb für mehr als 3 Stunden voll gesperrt.